Verfolgerduell in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Regionalliga-Absteiger Rot-Weiß Koblenz empfängt den Tabellenzweiten SV Gonsenheim. Beide Teams haben erst eine Niederlage in dieser Saison kassiert. Koblenz hat sogar noch zwei Spiele weniger auf dem Konto als die Konkurrenz. Sollten sie die gewinnen, wären sie erster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Trier. Die Vorzeichen also klar. Beide Teams wollen ihren positiven Trend unbedingt fortsetzen. Den besseren Start erwischen die Gäste Elmar Haui auf und davon gegen Weidenbach 1-0 für Gonsenheim. Nach 9 Minuten die kalte Dusche für Koblenz. Feiner Steckpass. Dann bittet Elmar Haui zum Tänzchen Maximilian Grote im Koblenzer Tor. Am Ende machtlos. Traumstart also für den Tabellenzweiten und Gonsenheim will gleich nachlegen. Wieder geht es schnell und schnörkellos. Yannick Istunat versucht da auf der rechten Seite Elmar Haui in Szene zu setzen. In dieser Szene hätte er vielleicht lieber selbst den Abschluss gesucht. Dann auch das erste Mal Koblenz vor dem gegnerischen Tor. Ecke als Zähler. Dicke Möglichkeit für den Verteidiger. Es ist der Auftakt zu einer Druckphase. Mittlerweile fast eine halbe Stunde gespielt. Die Szene wirkt auf den ersten Blick harmlos. Gonsenheim versucht zu klären. Dann wird Terry Assare umgecheckt. Freistoß für Koblenz. Und plötzlich wird es im Rücken des Schiedsrichters hektisch. Kaito Shimoda ist da zu Boden gegangen. Referee Maximilian Fischer hat es nicht richtig gesehen. Aber was ist eigentlich passiert? Hier greift Faraili von hinten Shimoda an den Hals. Nach kurzer Beratung mit den Assistenten wertet Fischer das als Tätlichkeit und gibt Rot. Eine Stunde Unterzahl für Koblenz, aber es gibt ja noch den Freistoß, den Auslöser der ganzen Situation. Ercan und was für ein Ding! Jonas Ercan mit dem Ausgleich, keine zwei Minuten nach dem Platzverweis. Was für verrückte Minuten im Stadion Oberwerth. Nach dem Traumfreistoß ist Gonsenheim jetzt wieder gefordert. Umschaltsituation. Istunat in den Lauf von Shimoda. Auch der versucht querzulegen. Dabei befindet sich Shimoda in bester Abschlussposition. 1:1 nach 45 Minuten. Viel Redebedarf auf den Trainerbänken. Bislang ein höchst unterhaltsames Fußballspiel. Auch der zweite Durchgang wird von den Gästen eröffnet. Istunat mit einem Versuch aus der Distanz. Koblenz steht im zweiten Durchgang deutlich tiefer. Natürlich geschuldet durch die Unterzahlsituation. Trotzdem findet Gonsenheim Lücken. Grote ist erstmal dazwischen. Die Szene läuft aber weiter. Istunat und wieder Grote. Auf ihn kommt es jetzt an. Maximilian Grote. Bislang eine sehr starke Partie vom Schlussmann. Aber der Regionalliga-Absteiger hat eine Menge Qualität im Kader, setzt trotz Unterzahl immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Wenn auch mit etwas Zufall. Doll kommt an den Ball, Niklas Doll. Um ein Haar dreht Koblenz hier in Unterzahl das Spiel. Es laufen schon die Schlussminuten. Gonsenheim will unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Auch hier hilft etwas der Zufall. Rennstich ist plötzlich durch, zögert aber zu lange. Und dann ist der Abschluss von Kale Daya eher aus der Kategorie harmlos. 3 Minuten Nachspielzeit, die sind schon fast vorbei. Ein letzter Angriff der Gäste. Neukirch vorbei an Grote, dann Winterwinkel, aber sehr spitz. Zu spitz, Grote kann zupacken. Es ist die letzte Möglichkeit. Gonsenheim ärgert sich über 2 verloren gegangene Punkte. Auch dank Maximilian Grote holt Koblenz einen Zähler für die Moral. Damit bleiben beide Teams im oberen Tabellendrittel.